Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Wir sind, wie unschwer zu erkennen ist, in unserem Öltanker unterwegs, in der Anaconda. Und zwar bin ich im System Neptete. Das ist gerade direkt gegenüber von Shinra Tadesra. Weil ich habe vom YouTube-User El Padre einen super Hinweis gekriegt. Und zwar, mir war doch zuletzt in Eranin. Das war dann, glaube ich, Unruhe oder irgend so ein Gedöns, wo man Behelfskomponente gesammelt hat. Das müsste das System gewesen sein. Das System hat jetzt den Status gewechselt. Dort ist jetzt Ausbruch und in den Systemen findet man offenbar die pharmazeutische Isolatore, die man für den Palin braucht, für das Triebwerkstuning. Und ich habe mir jetzt deshalb ein Ausbruchsystem in der Nähe von Shinra Tadesra ausgesucht. Und mir probieren wir unser Glück vielleicht. Was bin ich eigentlich hier wieder unterwegs? Ja. Wir probieren wir unser Glück. Vielleicht haben wir hier eine von der gute Signalquelle. Vielleicht finden wir hier ein paar. Und eventuell haben wir hier sogar ein Abbaugebiet, wo wir vielleicht ein bisschen ballern können. Mal gucken, was wir da so zuletzt aufgerüstet haben, wie das so funktioniert. Das wäre so der Plan für heute. So, wir haben das System gescannt. Dann gehen wir wieder. Ja. Kann ich mich mal hier scannen oder irgendwann? Kontrollpunkt auf dem Planet. Mhm. Auflösungsmuster, Kampffolgen, Kontrollpunkt, Notruf, degradierte Emissionen, verschlüsselte Emissionen. Trümmerfeld, verschlüsselte, degradierte. Hier gibt es leider nichts. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal Verschlüsselte an, was dort drin ist. Vielleicht haben wir ja Glück. Und zur Not fliegen wir hier mal näher an den beringten Planet. Vielleicht tut sich ja da was. Und sonst gucken wir uns einfach ein anderes Unruhesystem an. Das ist jetzt auch nicht gesagt, dass in jedem Ach, wie heißt es nochmal? Verschlüsselte, was sind die? High Energy. High Energy Emissions sind das, glaube ich. Ne, keine Ahnung. Ich bin dabei total verwirrt. Die ganz gute Signalquelle halt. Ja, das System. Also, da waren wir auch noch nicht. Hier, schöne erdähnliche Welt. Was sind das? Ammonie ist nur Metalle. Zwei kleine Landbare. Planete, landbarer Mond und hier hinten haben wir ein kleiner Eisplanet mit Ring. Eventuell kann man dort ein bisschen Pirate fangen. Was jetzt auch nicht so schlecht ist, wäre. Weil mir ein bisschen was aufgerüstet. Das könnte man doch mal testen. So, holen wir uns erstmal diese Emissionen. Ich glaube jetzt nicht, dass es das Zeug hier gibt. Da müssen wir wahrscheinlich auf die andere Signalquelle gehen. Aber um den Spaß fliegen wir dort mal hin. Dann gucken wir nochmal eine Signalquelle und fliegen wir kurz an dem Planet vorbei. Zur Not ballern wir mal ein bisschen und ich mache das nebenbei. Aber ich wollte es halt nur mal erwähnen, dass wir diese pharmazeutische Isolatoren noch benötigen in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft. Ich habe auch nur ganze 3 Stück von denen. Das G5 Material und das ist dann nicht so zielführend irgendwie von niedrigere zu den hohen tauschen, weil da braucht man dann noch mehr. Aber wie gesagt, wenn die so einigermaßen gut gibt, wie die Behelfskomponente, dann ist das einigermaßen okay. Die hat man ja ganz gut gefunden.
Oh, okay. So, komm mal her, du. Ein imperialer Kurier, der haut mir natürlich ab. Ah, er will. Oh, da der Kollege. Ah, es ist. Also, ein Kraftwerk, das mal ein bisschen getunt kann. So, auf kurz gehen nochmal gleich kurz. Oh, da war er schon. Puh. Was bist du? Eine Kuppe im K3. Die Puppe im K3, die. Ne, die. Die kriegen wir nicht. Kriegen wir nicht. Brauchen wir ganze Borgiere. Da könnten wir jedes Mal drüber reden, wenn wir. Ah, ihr kommt zu spät, Jungs. So, was haben wir dann hier noch? Was hat denn der Falle gelöst? Schildsensoren, brauche ich nicht wirklich, da haben wir auch genug. Kristall, ja, da haben wir genug. Da können wir dann wieder weg. Ja, das war jetzt nicht ungelegen, dass die kommen sind. Könnte ich jetzt gar nicht so sagen, dass man das Unrecht gewesen wäre. So, hier, mir war doch ziemlich nah dran. Das ist natürlich komplett falsch. Aber die Kurier nur dem die Schilde ohne Ware, war der eigentlich relativ schnell kaputt. So, komm. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich in der letzten Zeit ziemlich oft von Piraten abgefangen wäre. Ich kann mich jetzt natürlich täuschen, aber irgendwie scheint sich die Rate gesteigert zu haben. Oder hängt das einfach nur daran, dass ich zu lang auswärts war und gar nicht abgefangen worden bin. Ist natürlich auch möglich. Ah, gerade so, und dann das System hier, das ist ja eigentlich, ist das ja kein böses System. Wir können ja kaum mal gucken, was hier ist, aber das ist eigentlich kein Anarchiesystem. Föderation, Sicherheit, Mittel, okay. Naja, anyway. Er hat mir halt ein bisschen Kopfgeld geschenkt. Kann jetzt nicht so viel gewesen, aber können wir mal gucken. Toll, Laserkristalle. Schildsensoren, Schild im Mitte, fehlerhafte Fokuskristalle. Verbundschilde. Ja, die würde ich allerdings gerne mitnehmen, muss ich sagen, die Verbundschilde. Upsa. Die Verbundschilde, die würde ich doch mitgehen lassen. Von anderen Chroms habe ich relativ viel. Aber 111, 62, 74, ja, das ist, denke ich, mal in Ordnung. Ja, und dann gab es jetzt hier nicht so viel. Wir gucken mal. Was war das hier, oder? Könnte ich mir gut vorstellen. Schiffswrack, Datenpaket, das hat so viel Gap. Muss ich irgendwann mal innen. Oh, guck mal hier, weil ich hier noch Kopfgeld habe. Muss ich irgendwann mal innen lösen. So,
Nein, ich will nicht in die Navigation. Nein! Ich will eigentlich hierhin. Wahrscheinlich ist der natürlich am Arsch der Welt. Wir fliegen einfach mal hin. Bei meinem Glück gibt es hier gar keine Abbaugebiete. Aber zur Not müssen wir einfach nur auf 1000 Lichtsekunden ran, glaube ich. Dann müsste man es hier auf dem Scanner sehen. Trümmerfeld, Kontrollpunkt. Keine Ahnung. Turm. Naja, kursen wir mal hin. So, dann können wir mal gucken. Wo hat es hier noch Ausbruch? Nein, zurück. Zurück, zurück. Hier hat es noch Ausbruch. Und Sibelle. Das ist auch Endsprung. Chilionis. Das ist ein bisschen weiter weg. Naja, okay. Hier unten. Ist auch noch handelbar. Hier könnten wir dann auf jede Farm gucken. Falls man hier jetzt AK Abbaugebiet findet. Unidentifizierte Signalquelle, warte mal. 11. 11, der hat nichts. Das ist aber doof. Die Unidentifizierte könnte man sich gerade mal noch angucken. Wenn die irgendwo. Ansonsten gucken wir uns gerade mal einfach nur das Trümmerfeld an, weil man es könne. Notruf ist uninteressant. Das Trümmerfeld. Würde ich sagen, nee, das habe ich nicht gebraucht. Moment, ich muss auf einmal. Trümmerfeld, das gucken wir uns halt mal an, was es hier gibt. Ich muss hier auch mal ein paar Sachen machen, die spontan sind. Gibt es hier irgendwas oder sagt mir das hier irgendwas? Kopfgeldjagd, Bergungsarbeiter. Ich war noch nicht in allzu viel Trümmerfelder. Das ist ja aber enttäuschend, dass es hier kein Rohstoffabbaugebiet gibt. Konvoi-Notsignal. Ja, so richtig ausgeprägt sind die Ringe auch nicht. Ziemlich transparent irgendwie. Oh, hopp, hopp. Das ist keine Zeitverschwendung. Okay, gut, ich habe schon ich habe irgendwie, glaube ich, schon geschossen, bevor ich fertig gescannt habe, oder? Jetzt bist du dran, mein Opfer? Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Hui, ist er geplatzt. So, okay. Was hat der junge Bub dann Falle gelost? Phasenlegierungen? Nö, Kristallscherben? Nee. Okay, wir haben auch schon hier hitzefeste Keramik. Das interessiert mich. Da
Das interessiert mich aber. Okay, gut, jetzt wissen wir auch, was es im Trümmerfeld gibt. Da gibt es tatsächlich irgendwas zum Aufsammeln und eventuell sogar Feinde. Allerdings hätte er mal nichts gemacht. Weil der hat ja geguckt, ob ich was im Frachtraum habe. War ich Pirat. Kristallscherben, die brauche ich jetzt nicht wirklich. Chemische Prozessoren, da habe ich über 100 Stück. Ne, komm, lass mal gut sein. Mir wechselt da mal schnell das System. Und zwar warst du das, Sibylle. Genau. So, ich hoffe, dass das funktioniert. So nett, dass ich jetzt hier am Ring hängen bleibe. Und in den Planet drin krache. Ich glaube, das wäre eventuell ein bisschen ungesund. Oh oh, Kopf einziehen und Glück gehabt, doch kein Rebuy Screen. So, dann könnte man das System auch schnell scannen. Wollen wir jetzt... Oh, Kampfbereich gibt es hier. Aber wir wollen zuerst zur Navigationsboje. Damit wir sehen, ob es hier hochenergetische Signalquelle gibt. Weil das das eigentliche Ziel wäre. Ausbruch, genau, ja. Moment. Komm, gucke. Nice. Okay. 11.000. Relativ viel Stationen. Von allem etwas hier. Außer Abbaugebiete gibt es hier auch nicht. So, vielleicht haben wir Glück. Und finde hier was. Wenn nicht, gucken wir uns, glaube ich, mal schnell ein anderes System an. So viel Zeit muss da noch sein. Wahrscheinlich haben wir hier so eine Signalquelle, nur ist die wahrscheinlich am komplett anderen Ende von dem System. So, wir haben alle Systemdaten. Ist schon mal gut. So, Kampfbereich, irgendein Tanker, Kampfbereich, Notruf, verschlüsselt, Döns, degradiert, verschlüsselt mehrmals, nochmal verschlüsselt. Ebenfalls verschlüsselt Clean Mathematic Development. Okay. Kampfbereiche noch unnöcher. Degradiert. Das ist. Na super. Also, hier gibt es auch nichts. Und das hier: Avava. 39 T Tauri Stern Raffinerie. Demokratie Ross. 40 Lichtjahre. 52, 54. Avava. Komm, auf nach Avava. Wo ist mein Dingenskirchens? Hat das sogar nur einen Sprung. Das ist hier super. Systeme geize ein bisschen mit einer Signalquelle. Das war bei Anarchiesystemen ist das irgendwie einfacher zu finden.
So. Hallo, Navigationsboje. Achso, T-Tauri-Stern, stimmt, da können wir in der Tanke. Ho. Ich muss seltsam. So viel Gasriese, aber kein Abbaugebiet. Okay, gut, T-Tauri-Stern, der ist inzwischen noch am Entstehen. Ja, gut, gut. Das soll mir recht sein. Nur eine kleine Station, könnte man eh nicht landen. Oh, komm, vielleicht haben wir Glück. Würde ich super finden. Hier und guck sie eher schon. Drake Settlement, Kontrollpunkt, Konvoi Notsignal, Kontrollpunkt Trümmerfeld wieder. Na super, hier gibt's gar nichts. Das ist ja peinlich. Dieses komische Rosssystem eventuell. Vollstrecker. Nee, bei mir finde ich nichts. Keine Angst. Also, erste Wetten, finde mal hier was. Hier ist einiges nicht erforscht. Okay, das ist eigentlich klar. Wir gucken uns gerade das System an. Oh Gott, wieder so Kleinkram-System. Hier gibt es auch nichts. Also jetzt nichts im Sinne von keine große Station oder so. Naja, okay, gut. Ich meine, solange es hier diese Signalquelle gibt, die man so, muss es auch sonst nichts geben. Wäre ich absolut okay damit. Folge mir noch Glück haben. Sonst würde ich das natürlich offscreen machen, wenn das so, wenn ich so schwer zu finden sind. Stehen. Das ist Scan-Reichweite. Kontrollpunkte. Was sind Kontrollpunkte? Hier gibt's gar nichts. Was soll denn das? Oder erkenne ich die jetzt nur nicht, wenn ich hier. Muss ich hier im Dings sind? Hier war ja noch weniger als im anderen System. Ah ja, so, bum, bum,
So, die sieht man eher schon mal hier. Dann gucken wir uns so Kontrollpunkt an. Special Mobile Guard Chapter. Notruf. Achso, weit weg hier. Kampffolgen verschlüsselt. Hier kommt was verschlüsselt, degradiert. Nein, auch nicht. Das ist aber. Weißt du was, dann gucken wir uns so Kontrollpunkt an. Ich weiß nicht, was das sind so. Kann das irgendwas mit dem System zu tun haben? Demokratie, Ausbruch, Föderation. Ich habe keinen Plan. Was gibt's denn hier? Kontrollpunkt. Was sagt man das Spiel? Piraterie. Ja. Ja, okay. Gut. Das ist mir völlig neu. Ja, dann würde ich doch mal fast behaupten, wir gucken uns das noch an. Wenn wir das Schiff noch abschießen können, dann tun wir das. Und ich suche die pharmazeutische Isolatore dann offscreen. Vielleicht schneide ich ja irgendwann das nächste Mal nochmal was drin, wenn ich ein paar gefunden habe. Wäre auch so eine Idee. So, Moment, du bist aber schon im Freie und nicht auf dem Planet. Ja. So sieht mal schwer nur mal Eisplanet aus, oder? Deine Kanäle oder deine Struktur oder. So, Kontrollturm. What the fuck? What the fuck, Alter, was ist denn hier los? Alter. Das ist ja. Was bist denn du? Navigationssignal. Oh, okay. Alle Schiffe, die kürzlich Kontakt. Das. Alle Schiffe, die kürzlich Kontakt mit einer örtlichen Station hatten, müssen vor dem Abflug einen Bioscan unterziehen. Bitte stoppen Sie Ihr Schiff, verlassen Sie diesen Bereich nicht, bevor ein Scan durchgeführt wird und die Weiterreise erlaubt wird. Okay. Das ist ja mal. Hier kleineres, wendigeres Schifffahrt. Dann kann man hier aber richtig gut Schiffe scannen für irgendwelche Daten. So, gucken wir uns mal kurz von. Also das habe ich aber auch noch nicht so gesehen in der Form. Der T10, der T9 dreht sich mal runter. Wow. Cool. Okay, gut. Das war zwar jetzt relativ ereignislos. Man hat das gefunden, was man wollte, was man gesucht hat. Aber wir haben was Neues mal da entdeckt. Also zumindest ich, was ich so noch gar nicht kannte. Cool. Gut, da würde ich jetzt sagen, machen wir ein kleiner Cut. Beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin dann. Bye bye.